Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Champions League-Finale zwischen dem VfL Wolfsburg und Olympique Lyon. Ich begrüße sehr herzlich Trainer Stefan Lerch und unsere Kapitänin Alexandra Popp und darf um Ihre Fragen bitten. Eine Einschätzung zum Spiel von beiden, bitte. Fange ich mal an. Natürlich Gratulation an Lyon zur Verteidigung sozusagen des Titels. Ich muss sagen, ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft, auf meine Mannschaft, die, finde ich, auch gerade nach dem 2-0 nochmal super zurückgekommen ist. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir mit ganz, ganz viel Herz Fußball gespielt, haben den Anschlusstreffer erzielt und haben wirklich viel Druck aufgebaut. Es ist natürlich sehr, sehr schade, dass wir dann nicht noch ein Tor nachlegen konnten, um zumindest mal dann auch in die Verlängerung zu kommen. Aber da muss ich sagen, wie die Mannschaft zurückgekommen ist, das macht mich sehr stolz. Aber die Enttäuschung ist sehr groß, gar keine Frage. Wir haben uns viel vorgenommen, das haben wir auch im Vorfeld ja betont. Und deswegen ist es jetzt für uns erstmal eine große Enttäuschung, dass wir es heute nicht geschafft haben, den Titel zu holen. Ja, vielleicht hat uns dann doch auch noch mal ein paar Prozent gefehlt, die dann ausschlaggebend waren, sowohl in der Defensive, auch bei den Gegentoren, als dann auch in der Offensive, vor allem dann in der zweiten Halbzeit, um vielleicht wirklich den Ausgleich dann zu erzielen. Aber ich bin, wie gesagt, sehr, sehr stolz und auf der anderen Seite natürlich sehr enttäuscht. Ja, ich kann mich Stefan, glaube ich, nur anschließen. Ich glaube, grundsätzlich hat die Mannschaft eine Wahnsinns-Saison gespielt. Und da kann man stolz sein, erstmal ein Teil des Teams zu sein und vor allem auch in diesem Team spielen zu dürfen. Zum Spiel, ja, wir haben es leider in der ersten Halbzeit wieder nicht geschafft, unser Spiel so richtig gerade nach vorne hin durchzudrücken und haben dann in den entscheidenden Situationen defensiv einfach gefehlt, wo wir dann die Tore kassieren. Aber wir sind in der zweiten Halbzeit wirklich sehr, sehr gut zurückgekommen. Und dass wir dann einfach das zweite Tor nicht schaffen, ist einfach ärgerlich, weil dann wird es wirklich, glaube ich, nochmal sehr, sehr spannend. Man hat gesehen, dass wenn man vorne Druck gemacht hat und Lyon unter Druck gesetzt hat, dass man sie schlagen kann. Das haben wir leider, würde ich fast sagen, wiedermals zu spät gemacht und zu spät damit angefangen, um dann am Ende vielleicht als Sieger vom Platz zu gehen. Aber trotz alledem muss man ja Respekt an Lyon aussprechen und Glückwünsche. Und wir müssen weiter nach vorne schauen. Wir müssen das jetzt verarbeiten und weiterhin an unsere Stärken glauben. Danke, Poppy. Frage an Stefan von Tabea Kunze. Hattest du das Gefühl, dass der Titel wirklich in Reichweite war, die Hand am Pokal? Naja, also klar, wenn man dann in der ersten Halbzeit zwei Tore kassiert, dann ist man dann schon ein gutes Stück weg, gar keine Frage. Aber wir wussten, dass es eine schwere Aufgabe wird und dass wir vielleicht auch nicht so viele Möglichkeiten bekommen. Und die wenigen, die müssen wir versuchen einfach zu nutzen und im Umkehrschluss versuchen einfach da zu sein in jeder Situation und eben Lyon ja nicht die Möglichkeiten geben. Und das ist uns eben gerade da bei den Gegentoren nicht gelungen. Und deswegen, klar, waren wir da sehr, sehr weit weg. Aber ich glaube, wenn man die zweite Halbzeit sieht, nach dem Anschlusstreffer und auch dann die Art und Weise, wie wir dann Fußball gespielt haben, viel entschlossener dann auch nach vorne. Ich glaube, da war schon, und ich hatte immer das Gefühl, dass die Mannschaft dran glaubt. Und so haben wir es auch in der Halbzeit besprochen, dass wir nicht aufgeben. Und dann sind wir mit dem 2-1 wirklich auch nochmal rangekommen. Deswegen glaube ich, dass wir da schon die Möglichkeit hatten. Aber wenn er das zweite Tor nicht fällt, natürlich sind wir dann nicht so nah dran gewesen, wie wir uns das alle gewünscht haben.
Aber ich glaube schon, dass wir die Möglichkeit heute auch hatten, das Spiel zu drehen und vielleicht dann auch noch für uns zu entscheiden. Aber das ist uns leider nicht gelungen. Danke dir. Keine weiteren Fragen? Ja. Jasmina Schweimler, allgemein, wie geht es die Woche jetzt weiter bis zum Ligastart? Und gibt es schon Neuigkeiten von Sarah Dorsun? Nein, zu Sarah Dorsun gibt es noch keine Neuigkeiten. Ich habe jetzt noch nicht mit unserer medizinischen Abteilung sprechen können. Dafür war jetzt einfach auch die Zeit zu knapp von der Ehrung bis zur Pressekonferenz. Kann ich noch nichts zu sagen. Und ja, die Woche wird jetzt so weitergehen, dass wir morgen früh dann wieder aufbrechen in Richtung Heimat. Und dann ist der Dienstag auch noch mal frei. Und dann werden wir am Mittwoch uns wieder treffen. Haben dann ja wirklich nur ein paar Tage Zeit, um dann am Freitag in die Liga zu starten mit dem Heimspiel gegen Essen. Also Donnerstag dann auch noch mal eine Trainingseinheit und Freitag dann der Auftakt gegen Essen. So ist jetzt der Plan für die nächsten Tage. Die nächsten beiden Fragen drehen sich um Pernille Harder. Da vielleicht mal vorweg, dass wir heute und jetzt natürlich noch keine Personalmitteilung hier machen. Jetzt sind wir noch beim Spiel. Von daher die Frage an Herrn oder von Herrn Fritsche, was wird nun mit Pernille? Die werden wir heute nicht beantworten, nicht abschließend. Und Tabea Kunze, ja, geht in die gleiche Richtung an Alex Popp. Hättest du Pernille einen anderen Abschied gewünscht? Suggestiv, würde ich sagen. Wie gesagt, ich bitte jetzt um Verständnis, dass wir heute Abend noch nicht über Personalien reden. Gibt es noch Fragen zum Spiel? Von Jasmina Schweimler an Poppy. Hat euch dieses Turnier vor der neuen Saison noch mal besonders zusammengeschweißt? Ich denke schon, ja. Also wir waren jetzt sehr lange Zeit an einem Fleck sozusagen und gerade die neuen Spielerinnen haben sich schnell integriert, wie man, glaube ich, auch heute wieder auf dem Platz gesehen hat und auch in den letzten Spielen auf dem Platz gesehen hat. Und das lässt natürlich für vieles Positives hoffen für die kommenden Aufgaben, die kommen werden. Aber ich glaube, jetzt müssen wir erstmal das Ganze verarbeiten, was wir hier jetzt hinter uns gebracht haben, auch wenn es nur eine kurze Zeit ist bis zu Beginn der neuen Saison. Aber das sollte man uns wohl gewähren. Danke. Duna Mesli, Cool de Foot. How about your strategy against Lyon? Ich denke mal, vom Trainer wissen, wie denn die Strategie war. So deute ich die Frage, da würde ich es übersetzen. Naja, wir wollten Lyon einfach wenig Räume geben, sodass sie halt nicht ihr Spiel so aufziehen können und vor allem dann eben die individuelle Klasse ausspielen. Ich glaube, dass wir das sehr diszipliniert gelöst haben. Man kann einfach so eine Mannschaft nicht komplett aus dem Spiel nehmen. Dafür ist einfach diese individuelle Klasse enorm hoch. Aber ich glaube, wir haben schon bis vielleicht auf die Anfangsphase gut gegen den Ball gearbeitet, dann auch immer wieder Umschaltmomente gesucht, um schnell in die Tiefe zu kommen. Das, was Poppy schon angesprochen hat, dass wir vielleicht in der ersten Halbzeit nicht so den Tiefgang in unserem Spiel reinbekommen haben. Wir wollten auch immer wieder über Verlagerungen das Spiel in die Breite ziehen und Lyon ins Laufen bringen. Und das ist uns gerade dann so in der ersten Halbzeit immer nur ansatzweise und phasenweise gelungen. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit dann deutlich besser. Wir haben viel mehr die Breite ausgespielt, haben auch Überzahl am Flügel geschafft. So hatten wir immer wieder gute Momente, gute Situationen. Ist ja dann auch das Tor gefallen. Also da hatten wir viel mehr Entschlossenheit und noch viel intensiver das Flügelspiel aufgezogen. Aber klar ist man dann natürlich anfällig hinten für Konter und bei Standardsituationen ist Lyon auch enorm gefährlich und dann fällt eben dann noch das dritte Gegentor. Aber klar, dieses Risiko muss man dann eingehen. Das war unser Plan und ich glaube, wie gesagt, wir sind reingekommen in das Spiel immer besser und dann halt eben auch über die Moral und die hat die Mannschaft heute definitiv gut für mich sogar dann in der zweiten Halbzeit hervorragend auf den Platz gebracht.
Gerald Fritsche von der dpa möchte wissen, war der so defensive Auftritt in der ersten Halbzeit geplant? Bayern hat ja gezeigt, dass Olympic Probleme bekommt, wenn sie früh angelaufen werden. Ja, also es ist schon so, dass man sein eigenes Spiel spielen muss. Und klar kann man sich das eine oder andere anschauen, wie das andere Mannschaften machen, aber man muss trotzdem schauen, dass man sein eigenes Spiel spielt. Und jetzt ein Spiel zu kopieren, das ist auch nicht unser Anspruch. Wir wollten eben kompakt stehen. Das ist das, was wir vorhatten. Die Räume eng halten und variabel da mit der Höhe sein. Also das, klar kann man auch einen Tick höher oder früher anlaufen, ja, auch wenn wir das vorhatten, aber man darf auch nicht vergessen, dass da eben Olympique Lyon auf dem Platz steht mit einer enormen Qualität auch im Spielaufbau. Und wir wissen einfach auch, ja, dass wir gute Stärken im Umschaltspiel haben. Von daher war an der Stelle, finde ich, der Plan gut so, wie wir ihn ausgeführt haben. Wie schon gesagt, ein paar Prozent haben an der einen oder anderen Stelle gefehlt in der Defensive. Diese Prozente, die dürfen nicht fehlen, das ist ganz klar. Aber grundsätzlich haben wir es schon geschafft, über weite Strecken auch Lyon vom Tor wegzuhalten. Und deswegen ja, war das von der Herangehensweise so, wie wir das vorhatten. Frage nochmal an Poppy. Glaubst du, dass es fair war, dass Sarah Gunnarsdottir hier dieses Finale spielen konnte, durfte durch das Reglement? Und hast du sie gesprochen nach dem Spiel? Ja, fair oder nicht fair. Fakt ist, dass sie gespielt hat. Und wir trotzdem die Möglichkeit hatten, Lyon zu schlagen, weil das Spiel bei 0-0 begonnen hat. Ob das jetzt alles so super ist oder nicht, ist jetzt eine andere Frage. Meine grundsätzliche persönliche Meinung finde ich, es ist ziemlich traurig, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber das müssen wir so hinnehmen, so wie es jetzt gelaufen ist. Aber das ist ja kein Grund, oder das war ja nicht der Grund, warum wir dieses Spiel jetzt verloren haben, sondern weil wir es nicht geschafft haben, über die kompletten 90 Minuten unser Spiel durchzuziehen. Und da müssen wir uns an unsere Nase fassen. Von daher hat das damit nichts zu tun. Und richtig gesprochen nach dem Spiel habe ich sie jetzt nicht. Natürlich haben wir kurz abgeklatscht und ich habe sie beglückwünscht und sie hat Entschuldigung gesagt, aber ja, mehr auch nicht. Frage kam von Asif Burhan von Forbes, jetzt Dunja Mesli, nochmal an Stefan. Glaubst du, dass wir mehr französische Spielerinnen wie Renard, Le Sommer und Cascarino in unserem Team bräuchten? Ich kann die Frage jetzt nicht so ganz verstehen, mit welchem Hintergrund wir jetzt solche Spielerinnen bei uns im Team haben sollten. Ich bin, so wie Poppy schon gesagt hat, unheimlich stolz darauf, ein Teil dieses Teams zu sein. Und alle Spielerinnen, die hier mit dabei waren, vielleicht auch noch mal abgesehen von Almut, die leider nicht dabei sein konnte, identifizieren sich hier mit dem Verein und mit der Mannschaft. Und das macht mich sehr, sehr stolz. Und deswegen stellt sich die Frage nicht für mich, wer hier noch wo zu uns in den Kader sollte. Ich bin von der Qualität und von den Fähigkeiten jeder einzelnen Spielerin absolut überzeugt. Und deswegen kann ich mehr zu dieser Frage auch gar nicht sagen. Gut, es gibt keine weiteren Fragen mehr. Wie ich hier sehe, dann danke für Ihr Interesse und schönen Abend.